Die Pfalz ist das zweitgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands mit über 100 Millionen Rebstöcken. An ihren Hanglagen schlängelt sich die 85 Kilometer lange Deutsche Weinstraße durch pittoreske Dörfer. Zwischen Hotel Zentral und Weinstraße eines der schönsten Dörfer der Region. Freinsheim, berühmt für sein 500 Jahre altes Eisentor am Ortseingang. Das Bild ist geprägt von der gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtmauer mit seinen vielen Türmen und Toren und dem barocken Stadtkern. Ein Spaziergang, ein Muss. Vom Süden kamen vor 2000 Jahren die Römer in die Region. In der Pfalz entdeckten sie ihre Toskana. Mildes Klima, schöne Landschaften und fruchtbare Böden. Beste Voraussetzungen für den Weinanbau und diese Kälteanlage. Vor 30 Jahren wurden zwischen Kallstadt und Ungstein Reste dieses römischen Weinguts freigelegt. So sah einmal das Herrenhaus vor 2000 Jahren aus. Wenige Kilometer entfernt an der nördlichen Weinstraße liegt Bad Dürkheim. Der Kurort ist bekannt für seine Saline und das größte Weinfass der Welt. 1,7 Millionen Liter Fassungsvermögen. Drinnen ist ein Restaurant versteckt. Gegenüber Weingut Fitzritter. Außer erlesenem Wein beschert das Gut einen besonderen Garten und Möglichkeiten, große Feiern auszurichten. Das Hotel Zentral kann hier und an anderen Orten ihre Feier ausrichten. Der hauseigene Catering-Service macht's möglich. Deidesheim ist der wohl bekannteste Ort an der Weinstraße. Helmut Kohl hat hier im Deidesheimer Hof den Ort, das Restaurant und den Saumagen weltberühmt gemacht. Gegenüber das kleine hübsche Rathaus, wo an Pfingsten die Geißbock-Versteigerung stattfindet. Ansonsten laden viele Weingüter, Museen, Galerien und das älteste Restaurant am Ort zum Verweilen ein. Wandern ist in der Pfalz Volkssport Nummer 1. Auf insgesamt über 800 zertifizierten Wanderkilometern lässt sich die ganze Vielfalt der Pfalz zu Fuß entdecken. Für Wanderer und Radler ein ganz besonderer Leckerbissen, Pfälzer Wandervereinshütten. Sie zieren das dichteste Wanderwege- und Hüttennetz Deutschlands. Rund 150 Gasthäuser bieten regionale Kost und ordentliche Weinschorlen an. Inhalt 0,5 Liter. Zu den Hauptrouten des Radwanderlandes Rheinland-Pfalz zählen 7 Radfernwege mit einer Gesamtlänge von über 1200 Kilometern. Aber auch abseits der offiziellen Routen gibt es im Wald und in den Reben unzählige asphaltierte Wege, um mit dem Rad die Pfalz und den Wein hautnah zu erleben. Unsere kleine Reise endet am Hambacher Schloss. Hier fand 1832 die erste große Demonstration mit über 30.000 Menschen statt. Das sogenannte Hambacher Fest, Wiege der deutschen Demokratie. Ausgangspunkt ist immer das Hotel Zentral. Markus Burkhardt, bekennender Pfalz-Fan, ist Ihr Ansprechpartner und Organisator für einen unvergesslichen Ausflug. Zum Wohl die Pfalz, ja. Zum Wohl die Pfalz, ja.